Guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Webinarserie Digitalregulierung. Wir freuen uns sehr, dass so viele von Ihnen heute zugeschaltet haben. Mein Name ist Stefan Horn, ich bin Salary Partner bei Taylor Wessing im Bereich Kartellrecht und gemeinsam mit meinen Kollegen Marco Hartmann-Rüppel, Manuel Nagel, beide Partner im Bereich Kartellrecht und Fritz Uli Pieper, Salary Partner im Bereich IT, Telekommunikations- und Datenschutzrecht, möchten wir Ihnen heute und am kommenden Mittwoch zwei aktuelle Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene zur Regulierung digitaler Unternehmen vorstellen und mit Ihnen diskutieren. Heute geht es um die KIVO, also den Gesetzesentwurf über künstliche Intelligenz. Und nächste Woche Mittwoch um 11 Uhr wird es um den Digital Markets Act gehen, also das Gesetz über digitale Märkte. Wie immer bei unseren Webinaren gilt auch heute, dass wir uns sehr über Ihre aktive Teilnahme freuen. Zögern Sie also bitte nicht, uns über die Funktion rechts oben im Bildschirm Fragen zu stellen. Wir werden diese dann im Laufe dieses Webinars sowie am Ende des Webinars beantworten. Außerdem wird es auch zwei Umfragen geben, an denen Sie teilnehmen können. Auch dies funktioniert, indem Sie sich rechts oben im Bildschirm über den Tab Umfragen an dieser Umfrage beteiligen. Ja, und damit möchte ich euch, Manuel und Fritz, bitten, mit eurem Vortrag über die Regulierung künstlicher Intelligenz loszulegen. Ja, besten Dank, Stefan. Vielleicht, Manuel, wollen wir noch ganz kurz zwei Worte jeweils zu uns sagen. Möchtest du anfangen? Dann kann ich nämlich gleich mit dem Vortrag weitermachen. Ja, prima. Besten Dank, Fritz. Und Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich heute teilnehmen. Wir freuen uns auch schon auf die gemeinsame Diskussion. Mein Name ist Manuel Nagel. Wie Stefan Horn eben schon sagte, bin ich Partner im Bereich Kartellrecht bei Taylor Wessing, wobei ich einen Schwerpunkt auf die Beratung von Unternehmen gelegt habe, die im digitalen Bereich tätig sind. Und neben dem Kartellrecht berate ich diese Unternehmen auch im Bereich digitale Regulierung. Prima, dann noch zu meiner Person, Fritz Uli Pieper. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Salary Partner bei Taylor Wessing am Düsseldorfer Standort im Dezernat von Detlef Klett. Bearbeite das IT-Recht umfassend und habe vor etwa 5 Jahren angefangen, mich auch mit Fokus auf Recht der künstlichen Intelligenz zu fokussieren, habe da einige Veröffentlichungen, Vortragsreihen, wiederkehrende mittlerweile mit aufgesetzt und so langsam begegnet einem das Thema auch hin und wieder mal in der Beratung und jetzt ist halt etwas passiert, was dem Ganzen nochmal ganz erheblichen neuen Wind in die Segel bläst, könnte man sagen. Die EU hat ein sehr umfassendes Regulierungspaket für künstliche Intelligenz auf den Weg gebracht. Und das wollen wir Ihnen jetzt ein bisschen näher vorstellen. Ich würde sagen, dann steigen wir mal ein und fangen an mit einem kurzen Überblick über die Inhalte. Was werden wir Ihnen überhaupt präsentieren? Ist ja noch sehr jung, die Verordnung. Ende April kam der englische Entwurf und seit kurzer Zeit gibt es auch die deutsche Übersetzung dazu. Deswegen wollen wir Sie sozusagen einmal in einem kurzen Parforce-Ritt, sage ich mal, durch den groben Regelungsrahmen und die Regelungsinhalte führen, werden kurz was zum Hintergrund sagen und den allgemeinen Regelungsgegenstand wiedergeben, dann mal beleuchten, in welchen Bereichen ist die KIVO überhaupt anwendbar, also auf wen ist sie anwendbar, wofür und räumlich, also tatsächlich in welchen räumlichen Anwendungsgebieten ist die KIVO anwendbar. Dann werden wir Ihnen inhaltlich die Einteilung nach den Risikostufen, die sehr vorgenommen wurde, vorstellen und diese im Einzelnen auch näher beleuchten, also insbesondere Verbote, Praktiken, Hochrisikosysteme darstellen und dann sonstige übrige KI-Systeme, wo ja bestimmte Transparenzpflichten gelten, diese herausarbeiten. Und dann werden wir am Ende noch einen kurzen Überblick über die Rechtsfolgen einmal geben, was bei Nichtbeachtung so alles passieren kann und dann noch einen kurzen Exkurs sozusagen auf Regulatory Sandboxes mitnehmen. Zwei Umfragen haben wir auch geplant, direkt beim Hintergrund und bei den verbotenen Praktiken.
Da möchten wir Sie dann bitten, da wird es ein entsprechendes Slide zu geben und hier von uns wird dann ein entsprechender Umfrage-Button oder mehrere sozusagen für Sie freigeschaltet. Oben rechts im Bild müsste das sein bei Umfragen. Da können Sie dann abstimmen, da wollen wir uns mal so ein kleines Meinungsbild von Ihnen einholen zu den Punkten, die wir da gerade besprochen haben. Ich würde vorschlagen, wir steigen einfach mal ein. Bitte fühlen Sie sich motiviert und auch angeregt von uns, durchgehend Fragen zu stellen. Wir möchten das gerne ein bisschen, gerne, wenn das möglich ist, interaktiv auch gestalten, dass das hier nicht so ein reiner Frontalvortrag wird. Wir gehen davon aus, es wird sehr viele Fragen geben. Wir haben auch extra Fragezeit am Ende vorgesehen. Aber wenn Sie konkrete Fragen zu bestimmten Punkten haben, dann melden Sie sich gerne auch parallel. Wir werden zwischendurch immer mal wieder kurze Pausen nach den Themenblöcken einlegen, damit Sie da auch die Gelegenheit haben, möglicherweise direkt eine Frage zu stellen. Was ist das eigentlich, die KI-Verordnung? Es basiert sozusagen alles auf einer sehr, sehr umfassenden, ich nenne es mal Digital Market Strategie der EU und entsprechender Regulierung im Allgemeinen und auf der Basis einer absehbaren KI-Regulierung, die dann schon immer wieder, schon seit 2014 sogar, eine große Rolle gespielt hat. Wir haben Ihnen hier nochmal die ganz wesentlichen Schritte zusammengefasst. Es ist am Ende natürlich viel mehr passiert. Auch der EU-Rat, das EU-Parlament haben sich geäußert. Die Kommission hat durchgehend an verschiedenen Schritten gearbeitet. Wie Sie hier sehen, das sind jetzt nochmal die wesentlichen zusammengefasst. Das haben Sie sicherlich auch alle mitbekommen, dass es eine High-Level Expert Group on Artificial Intelligence gab, die von der EU-Kommission eingesetzt wurde, die auch teilweise wurde das ja rezipiert, Pionierarbeit insoweit geleistet hat, als sie zum Beispiel maßgeblich an einem Definitionsversuch für KI sich eben versucht hat. Es wurde dann auf der Basis in Zusammenarbeit mit der High-Level Expert Group ein koordinierter Plan für künstliche Intelligenz von der Kommission vorgestellt. Da war auch schon eine entsprechende sozusagen Regulierungsabsicht enthalten. 2019, als Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin wurde, hat sie ihre politischen Leitlinien für die Kommissionsarbeit der nächsten 5 Jahre dargelegt. Da war halt auch entsprechender Fokus schon auf die Regulierung von KI gelegt. Das hat dann erstmalig, sage ich mal, Niedergang gefunden in dem Weißbuch zu KI im Februar 2020, ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen hieß das. Da waren die ersten Regulierungsansätze tatsächlich konkret dann auch niedergelegt und erkennbar. Ja, und dann hat es etwas mehr als ein Jahr gedauert, bis diese KI-Verordnung hier als Entwurf, ne, muss man deutlich sagen, erster Entwurf der Kommission sozusagen veröffentlicht wurde. Das bedeutet, da schließt sich natürlich noch ein Konsultationsverfahren an, da schließt sich das EU-Gesetzgebungsverfahren an. Wir hatten vorab mal kurz diskutiert, Manuel und ich. Man geht aktuell so davon aus, Manuel sagte 2024, ich habe jetzt im Fachaufsatz gelesen 2025 mit entsprechender Begründung. Also da wird sicherlich noch einige Zeit ins Land ziehen, bis diese KI-Verordnung wirklich mal gesetzt wird. Das war bei der DSGVO mal als Vergleich übrigens genauso. Da war, glaube ich, 2011, 2012 der erste Entwurf von der Kommission, so wie hier jetzt veröffentlicht worden. Und 2016 wurde die Verordnung ja wirksam und 2018 fand sie erst Anwendung. Ja, also 7 Jahre nach Erstveröffentlichung waren die Vorschriften dann tatsächlich anwendbar. Die KIVO wird deswegen ins Spiel gebracht, ja im Prinzip aufgrund der rasanten Entwicklung von KI-Technologien. Ich denke, da braucht man nicht allzu viel zu sagen. Das kriegt jeder überall jeden Tag in Zeitschriften, auch im täglichen Leben, am Computer, am Handy mit. Dass ein vielfältiger Nutzen damit für Wirtschaft und Gesellschaft einhergeht, ist, glaube ich, auch ein alter Hut. Das passiert alles einfach und es entwickelt sich einfach. Und es geht auch sehr rasant voran. Zwischendurch sieht man immer wieder Sachen, die dann so auf den Plan rücken. Also Connected Cars, autonome Fahrzeuge, die auf KI-Steuerung basieren. Dann gibt es auch, ich sag mal so, Hiobsbotschaften von irgendwelchen Bewerbungsprozessen, die mit einer KI durchgeführt werden, von einem großen Online-Händler, die dann biased reagiert und diskriminierende Auswahlentscheidungen trifft. Also das alles ist mittlerweile fast alltäglich geworden, kann man sagen. Dementsprechend die Risiken und Nachteile, die damit einhergehen, wurden erkannt
Und deswegen hat die EU nichts weniger getan, als den weltweit ersten dezidierten Rechtsrahmen für die Regulierung von KI mit diesem Entwurf auf den Weg zu bringen. Es stellt sich dann immer so ein Stück weit die Frage, wird das ein Exportschlager? Kann es sich zum weltweiten Standard etablieren, so wie das ja, man kann das teilweise verargumentieren, für die DSGVO auch der Fall war? Die USA haben nie Datenschutzgesetze, wenn überhaupt mal bereichsspezifische, geringe Anwendungsbereich relevante Datenschutzgesetze gehabt. Mittlerweile ist es so, dass Kalifornien ja einen eigenen CCPA auf den Weg gebracht hat, auch andere Staaten folgen, auch andere Länder auf der Erde folgen oder Unternehmen sagen, naja, ich werde in der EU tätig sein, da gilt die DSGVO, dann mache ich das doch zu meinem weltweiten Compliance-Standard, dann bin ich sowieso auf der sicheren Seite. Das sind halt immer Sachen, die man im Zusammenhang mit der DSGVO mal gehört hat. Es stellt sich jetzt natürlich die große Frage, wird sowas auch mit der KIVO gelingen? Die KIVO ist ein Kernelement der EU-Strategie für den digitalen Binnenmarkt und versucht sozusagen den Regulierungsansatz und den damit einhergehenden Aufwand in eine vernünftige Balance zu bringen mit Innovationsförderung. Ob das tatsächlich gelingt, das werden wir am Ende sehen. Wir haben da so unsere Zweifel, aber Fakt ist ja, das ist eine EU-weite Verordnung, wenn sie denn kommt. Die gilt in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbar, genauso wie die DSGVO. Und sie hat halt wirklich erheblichen Regulierungsanteil in sich. Deswegen stellt sich halt die Frage, wird das sozusagen der Durchbruch sein, der das Zeug zum weltweiten Standard hat? Oder wird das eher Unternehmen abschrecken, überhaupt noch in der EU ihr KI-Business zu machen? Wir finden das so interessant, dass wir hierfür tatsächlich schon mal die erste Umfrage vorbereitet haben. Da würden wir gerne von Ihnen einfach mal wissen, wie haben Sie das bis jetzt so erlebt, mitgenommen, verstanden? Wird die KIVO künftig als weltweiter Standard zur Regulierung von künstlicher Intelligenz dienen? Wie viele Orts die KIVO zum Datenschutz? Oder wird es ein Rohrkrepierer? Sie wird kommen und die Unternehmen werden abwandern, werden sich irgendwelche Umgehungsstrategien überlegen. Wie sehen Sie das? Sie können da jetzt rechts abstimmen, ja, nein, oder wenn Sie sich noch unsicher sind, dann können Sie auch das angeben. Ich beobachte hier gerade, wie sich so die Ergebnisse entwickeln. Ich kann das vielleicht schon mal live ganz kurz sagen, wir können uns das am Ende auch nochmal angucken. Aktuell ist so der überwiegende Teil 50% circa unsicher. Und immerhin noch 40%, Pi mal Daumen, sagen, ja, das kann als weltweiter Standard taugen. Ne? Also diese Unsicherheit verwundert mich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht, denn es ist ja noch ein sehr frühes Stadium. Es ist auch eine wahnsinnig komplexe Regulierungs- und strukturelle Materie, die da in diese KI-Verordnung Eingang gefunden hat. Deswegen, da wird man halt einfach sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt. Dann möchte ich noch ein paar Worte sagen zum Regelungsgegenstand. Da wird es halt ein bisschen konkreter. Was will die KI-Verordnung eigentlich genau regeln? Die KI-Verordnung will regeln sozusagen, oder sagen wir mal, soll enthalten, ja, Vorschriften, die das in Verkehr bringen, die Inbetriebnahme und die Verwendung von KI-Systemen regulieren, ja. Es ist im Prinzip ein verbots- und risikobasierter Ansatz im ganz Groben gewählt worden. Das heißt, es soll aktiv festgelegt werden, es gibt verbotene Praktiken im Bereich des Einsatzes von KI-Systemen. Diese sollen mit der Verordnung erfasst sein und diese sollen einem Verbot unterstellt werden, sprich solche Systeme sollen nicht zum Einsatz kommen dürfen. Und auf der zweiten Risikostufe sollen Hochrisikosysteme identifiziert und für diese besondere Anforderungen aufgestellt werden. Und dann hat man aber noch gesehen, ist natürlich nicht nur so, dass verbotene und Hochrisikosysteme existieren, sondern gibt auch sonstige KI-Systeme, die eben nicht unter die vorgenannten fallen. Da wurden einige bestimmte rausgepickt und quasi definiert und dafür wurden dann, naja, bestimmte Transparenzvorschriften aufgestellt. Und dann gibt es natürlich noch sonstige KI-Systeme, die halt eben nicht hier von der Regulierung betroffen sind.
Und was auch noch dezidiert genannt wird in der Verordnung, im Entwurf, das sind eben Vorschriften für Marktbeobachtung und Marktüberwachung im weitesten Sinne, ja, wie man das auch schon aus dem Produktsicherheitsrecht sozusagen auch auf EU-Ebene kennt. Das sind halt IT-Produkte sozusagen, KI-Systeme, embedded oder non-embedded, die nach dem risikobasierten Ansatz mit teils erheblichem Risiko einhergehen können. Da soll eben eine entsprechende Beobachtungs- und Überwachungsstruktur durch die KIVO etabliert werden. An dieser Stelle kurz in den Raum schon mal die Frage, gibt es hierzu schon Fragen, Anmerkungen? Fritz, es sind schon einige Fragen eingegangen und eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, ob es, wenn es dann zu einem Inkrafttreten der KIVO kommt, ob es dann nochmal so eine Art Umsetzungsfrist für die Unternehmen gibt oder ob dann die Vorschriften der KIVO unmittelbar gelten werden. Okay, also das sind eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, zwei Fragen. Einmal gelten die Vorschriften unmittelbar, also im Sinne von, ja, die sind unmittelbar anwendbar, weil es sich ja um eine Verordnung handelt, wenn die als Verordnung kommt. Ich denke mal, es wird eher ums Inkrafttreten dann sozusagen gehen. Und da gibt es einen Artikel, der sagt, dass die Verordnung am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft tritt. Das war auch bei der DSGVO schon so. Und dann gibt es eine Geltungsvorschrift, das heißt, gilt ab, sprich Inkrafttreten und Geltung werden unterschieden. Und die Geltung wird dann 24 Monate, zumindest im aktuellen Entwurf, nach Inkrafttreten reguliert. Das ist der Artikel 85. Und das wäre genauso, wie das bei der DSGVO beispielsweise auch schon war, eine wirksam werden und Übergangsfrist. Genauso wäre das zumindest im aktuellen Entwurf auch vorgesehen, ja. Prima, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir mal weiter und werden langsam so ein bisschen inhaltlich. Ich sage noch was zum sachlichen, insgesamt zum Anwendungsbereich und wie gesagt unterteilt in sachlich, persönlich und räumlich. Sachlicher Anwendungsbereich, worauf ist die KI-Verordnung eigentlich anwendbar? Da steht natürlich das KI-System im Zentrum. Was ist eigentlich ein KI-System? Die Verordnung hat tatsächlich gewagt, eine Definition für ein System der künstlichen Intelligenz einzuführen. Man muss dazu sagen, wer sich ein bisschen länger mit der Materie aus technischer Sicht oder rechtlicher, dann bleibt technischer Sicht nicht aus, beschäftigt, der wird wissen, dass eine Definition von KI eigentlich seit über KI gesprochen wird in der KI-Wissenschafts-Community immer ein Streitthema war. Deswegen finde ich persönlich das halt eine recht bemerkenswerte Entwicklung, dass jetzt hier ein KI-System auch tatsächlich definiert werden soll. Auf der anderen Seite, man muss sowas natürlich versuchen machen. Andernfalls ist natürlich nicht gewährleistet, dass festgelegt ist, welche Systeme sollen eigentlich von der Regulierung hier erfasst werden. Man musste halt irgendwie einen Bogen drum spannen. Ob das gelungen ist oder gelingen wird final, bleibt natürlich ein bisschen die Frage. Also ich sage vielleicht einfach mal, dass die Definition selbst besagt, dass KI-System eine Software ist, die mit einer oder mehreren in einem Anhang, das wird dann als Anhang geregelt, aufgeführten Techniken und Konzepte entwickelt worden ist und im Hinblick auf eine Reihe von Zielen, die vom Menschen festgelegt werden, Ergebnisse hervorbringen kann. Ja, also Ergebnisse sind Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen, Entscheidungen, also im weitesten Sinne Ergebnisse, die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie interagieren. Eigentlich kann man das in zwei Teile unterteilen. Einmal der technische Teil, also Techniken und Konzepte müssen eingesetzt worden sein in einer Software und die müssen dann dazu führen, dass sozusagen ja, Ergebnisse, platt sagen, hervorgebracht werden, die das Umfeld beeinflussen. Beim zweiten Teil wird halt auch schon in der Literatur gesagt, das macht doch jede Software. Ja, selbst eine regelbasierte Software ist dazu gepolt, irgendein Ergebnis hervorzubringen, das mein Umfeld beeinflussen kann. Die Frage ist, ob sie immer mit dem Umfeld agiert, diese regelbasierte Software, aber das ist halt auch nicht weiter definiert. Ja? Deswegen ist dieser Teil vielleicht, wer weiß, gar nicht so interessant. Der eher interessantere Teil ist die Technik und Konzepte.
In der Anlage werden genannt maschinelles Lernen, wissensgestützte Konzepte, logikgestützte Konzepte, statistische Ansätze, bayesianische Ansätze, Schätzsuch- und Optimierungsmethoden in dem Zusammenhang. Und dann kommt natürlich gleich der Finger erhoben, das ist doch etwas, was in ganz vielen Punkten, also um Verfahren, was auch immer, eingesetzt wird, wenn ich Software programmiere. Und dann wird die Frage laut, ist das nicht vielleicht zu weitgehend? Wann ist mein System dann eigentlich eine KI? Also im Zweifel nach aktuellem Stand, nach der Definition wird man sagen müssen, extrem viel, was man so programmiert, auch wenn es jetzt nicht so dieses diesen Deep Learning Ansatz hat, wo man sagt, Systeme werden eigenständig etc., werden extrem viele Systeme als KI-System darunter zu fassen sein können. Dann hat man noch bestimmte Bereiche nur sekundär tangierend reguliert. Also wir haben ein Beispiel autonomes Fahren gemacht. Da wird im Artikel 82 auf eine bestimmte Verordnung verwiesen. Das ist halt eine Verordnung, die Kraftfahrzeugregulierung letztlich EU-weit betrifft und wo halt bestimmte Anforderungen an automatisierte und vollautomatisierte Fahrzeuge geregelt werden. Diese Verordnung erlaubt es, Durchführungsrechtsakte zu erlassen. Und wenn das der Fall ist, wo halt automatisierte, vollautomatisierte Fahrzeuge konkretisiert werden nach dieser Verordnung, dann sollen dabei die Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme berücksichtigt werden. Das soll halt einfach mal so diesen Kaskadenaufbau verdeutlichen. Ja, Systeme KI sind voll unter KI-Regulierung. Dann gibt es bestimmte spezifische Teilbereiche, wo halt wirklich nur Ausschnitte aus der KI-Verordnung dezidiert anwendbar gemacht werden sollen. Und dann gibt es sozusagen den dritten Teilbereich, dass bestimmte KI-Systeme auch gar nicht unter die Verordnung fallen sollen. Also wir haben hier mal militärische Zwecke-Systeme aufgenommen oder solche Systeme, die im Rahmen der EU und internationalen Zusammenarbeit mit Drittstaaten eingesetzt werden. Die fallen dann komplett raus aus dem sachlichen Anwendungsbereich. Was ist mit dem persönlichen Anwendungsbereich? Also wer ist eigentlich Verpflichteter nach der KIVO? Das sind Anbieter und Nutzer ganz wesentlich. Also Anbieter ist natürlich die Person, die es selbst entwickelt oder beziehungsweise juristische Person selbst entwickeln lässt, um es unter eigenem Namen oder eigener Marke in den Verkehr zu bringen oder in Betrieb zu nehmen. Das ist quasi sowas wie ein Hersteller eigentlich, ne? Dann gibt es Nutzer, also natürlich juristische Personen etc., die ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet, es sei denn, das wird im Rahmen einer persönlichen, nicht beruflichen Tätigkeit verwendet. Also wenn wir, keine Ahnung, irgendeine KI am Handy, KI-App am Handy bedienen in unserer Freizeit, dann sind wir nicht Nutzer. Darauf ist eher auf diejenigen abgezielt, die das System immer produktiv einsetzen, um sich dessen Funktionalität zunutze zu machen, im Rahmen einer, ja, im Umkehrschluss muss man eigentlich sagen, nicht persönliche und berufliche Tätigkeit, kommerzielle Tätigkeit, ne? Also wenn ein Arbeitgeber für seine Mitarbeiter das einsetzt, wenn ein Dienstleister im Rahmen des Absatzes seiner Produkte das einsetzt und Kunden das dann nutzen können, das wären halt entsprechend dann die Nutzer. Dann gibt es noch einige weitere, aufgrund der Zeit können wir die jetzt nicht im Detail alle erläutern, aber man muss einfach wissen, es werden auch vereinzelt Vorschriften und Pflichten auferlegt, Einführern, Händlern, Produktherstellern, die halt im Rahmen ihrer Tätigkeit auch bestimmte Pflichten halt berücksichtigen müssen. Und es wird einen sogenannten Bevollmächtigten teilweise geben müssen. Das ist halt auch ähnlich wie in der Datenschutzgrundverordnung, wenn der da Verantwortliche für Datenverarbeitung keine Niederlassung in der EU hat, dann soll halt durch einen Bevollmächtigten in der EU sichergestellt werden, dass die Durchsetzung des EU-Rechts auch sichergestellt ist, dadurch, dass man halt so einen Counterpart als Bevollmächtigten in der EU hat. Genauso ist das hier bei der KI-Verordnung auch. Da soll es bei Drittland-Anbietern, Nutzern einen entsprechenden Bevollmächtigten in der EU geben müssen, quasi als Anknüpfungspunkt für sonstige Dritte. Zu guter Letzt noch der räumliche Anwendungsbereich. Wo findet die KI-Verordnung überhaupt Anwendung? Also tatsächlich im Sinne von in welchem Land beispielsweise?
Da ist sozusagen, dass die grundsätzlich erstmal gilt natürlich für Anbieter, die KI-Systeme in der Union in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen. Ne? Das ist jetzt halt so, ja, ist eine KI-EU-Verordnung, dann gilt es auch für alle, die in der EU sitzen und ein System hier in den Verkehr bringen, wobei es unerheblich ist, ob die in der EU sitzen oder nicht, muss man dazu sagen. Ja, es reicht, dass das System hier in der EU in den Verkehr gebracht wird. Aber das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Ne? Ist bei Produkten, die in den Verkehr gebracht werden, produktsicherheitsregulatorischen Vorgaben ja genauso. Gleiches gilt für Nutzer von KI-Systemen. Ne? Wenn die also hier ihre Systeme nutzen in der Union, dann gilt auch für diese natürlich die Verordnung. Das sieht man auch an den entsprechenden Pflichten. Und drittens, das ist eigentlich für mich so der interessanteste Punkt, Anbieter und Nutzer von KI-Systemen, die in einem Drittland niedergelassen oder ansässig sind, ja, also die haben eigentlich nichts, sage ich jetzt mal, mit Deutschland zu tun oder der EU, aber sie bringen ein System irgendwo anders auf den Markt und dieses System bringt ein Ergebnis hervor, was in der Union verwendet wird. Vielleicht erstmal unterm Strich bedeutet das, das ist vergleichbar mit dem Marktortprinzip, die EU erhebt hier den extraterritorialen Anspruch ihres Rechts, dass eben EU-Recht auch auf solche Konstellationen anwendbar gemacht werden soll. Die Auswirkungen eines Systems sind in der EU für die Bürger spürbar. Deswegen sollen Anbieter und Nutzer sehr weitreichend trotzdem unter diesen gesamten Regulierungskontext fallen. Das kennen wir auch schon aus der DSGVO, die auch sagt, sobald ein Betroffener einer Datenverarbeitung in der EU sitzt quasi, dann ist auf den Verantwortlichen die DSGVO anwärts sehr vergleichbar. Die Frage ist halt, was heißt das eigentlich? Das vom System hervorgebrachte Ergebnis wird in der Union verwendet. Ich habe mir überlegt, also so ein Deepfake-Video, das kann ja auch auf einer Webseite von einem Deepfake-Anbieter gezeigt werden, der seine Deepfake-Algorithmen in seinem Büro in den USA anfertigt und programmiert etc. Ist jetzt das Video das Ergebnis wahrscheinlich und reicht es, dass ich das auf eine Webseite stelle, wo ein EU-Nutzer das abrufen kann und dann bin ich quasi schon Anbieter von einem KI-System, dessen Ergebnis in der Union verwendet wird, wird wahrscheinlich erst die Zeit zeigen, aber Sie merken schon, da kann man sich einige Situationen ausdenken, wo die Abgrenzung wahrscheinlich schwierig sein wird. Das ist bei der DSGVO übrigens auch so. So. Das wäre es für meinen Teil einführend mit dem Hintergrund Definition Anwendungsbereich. Wir kommen jetzt gleich zum Kollegen Manuel Nagel. Fritz, es gibt noch ein paar Fragen, die gestellt wurden. Genau, und ich wollte sagen, bevor Manuel Nagel einsteigt, dann wollte ich gerne noch die Fragen sozusagen einmal mitnehmen. Genau, danke Stefan. Genau, wenig überraschend, es geht um die Definition von künstlicher Intelligenz. Du hattest es ja schon gesagt, die ist recht weit. Das hat natürlich den Vorteil, dass man eine gewisse Flexibilität hat im Hinblick auf ja sicherlich auch die rasante technische Entwicklung bei KI-Systemen. Auf der anderen Seite hat es natürlich den Nachteil der Rechtsunsicherheit für die Entwickler, Betreiber und Nutzer von KI-Systemen. Und die Frage ist jetzt, wird denn aus deiner Sicht diese weite Definition erst dann ein wirkliches Problem für die Unternehmen, wenn die Anwendung unter High Risk fällt, unter die Fallgruppe High Risk? KI-Systeme oder ist das generell ein Problem aus deiner Sicht? Ja, also gute Frage. Also die KIVO verfolgt ja einen risikobasierten Ansatz und je nach Risiko sind auch die entsprechenden mit dem Einsatz in Verkehr etc. des KI-Systems einhergehenden Pflichten unterschiedlich aufwendig umzusetzen. Das denke ich, das kann man ganz klar so feststellen. Dementsprechend ist die weite Definition von KI-Systemen jetzt sicherlich noch nicht so das Problem. Wenn dann in der Folge festgestellt wird, dass etwas, was als KI-System eingeordnet wurde, eben nicht unter verbotene Praktik oder High-Risk-KI-System fällt, das ist absolut richtig. Aber für bestimmte KI-Systeme, die ja unter die Transparenzverpflichtung fallen, da werden ja einige konkret auch genannt, wäre es dann halt eben auch relevant. Ne? Und die Annahme der Problematik bei einer weitgehenden Definition war halt einfach, die geht mit Regulierung üblicherweise einher. Ja, das erzeugt Aufwand, das erzeugt möglicherweise Rechtsunsicherheit etc. Deswegen ist diese weitgehende Definition halt erstmal ja, einerseits problematisch, aber andererseits halt auch, weil die Abgrenzung möglicherweise dadurch schwierig wird. Ja,
das ist vielleicht noch der wichtigere Punkt, wann ist ein KI-System eigentlich ein solches, nach so einer etwas schwammigen Definition vielleicht auch, falle ich jetzt unter die Regulierung oder nicht? Das sind so die Punkte, die da eben problematisch sind. Besten Dank, Fritz. Dann kommen wir jetzt sozusagen ins Eingemachte, nämlich zu den verschiedenen Arten von KI, die durch den Entwurf der Verordnung identifiziert werden und zu den Anforderungen, die an diese verschiedenen Arten KI gestellt werden. Also es gibt zum einen bestimmte Praktiken künstlicher Intelligenz, die generell verboten sind. Das nächste in unserer Pyramide sind sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme, die einer deutlichen Regulierung unterliegen, für die auch spezifische Compliance-Management-Systeme eingerichtet werden müssen. Da kann man beinahe schon, aber das ist eine rechtspolitische Frage, von fast einer Überregulierung sprechen und von doch sehr weitgehenden Anforderungen bürokratischer Natur. Dann gibt es für bestimmte KI-Systeme, die nicht Hochrisiko sind, aber mit Menschen interagieren oder die künstliche Realitäten erschaffen oder fälschen, gewisse Transparenzanforderungen. Und dann gibt es zu guter Letzt die Low-Risk-Systeme, an die werden keine bestimmten Anforderungen gestellt. Da enthält der Entwurf lediglich einen Appell, dass man sich eine eigene Governance gibt, um auch mit diesen Systemen möglichst wenig verbraucherschädlich agieren zu können. Und dann würde ich zunächst einmal zu den verbotenen Praktiken kommen. Die verbotenen Praktiken sind meines Erachtens ein wirklich großer Wurf dieses Verordnungsentwurfs, weil es hier tatsächlich um Themen geht, die massive Grundrechtseingriffe für die Bürger der Union bedeuten würden oder aber zu massiven Schäden gesundheitlicher, sei es physischer oder psychischer Natur führen können und die deswegen zum Schutz der EU-Bürger generell untersagt werden sollen. Ich halte das rechtspolitisch betrachtet grundsätzlich für richtig, dass gewisse Arten von KI einem absoluten Verbot unterliegen. Die Frage ist nur, ob die Definitionen nicht teilweise ein wenig zu weitgehend sind und gegebenenfalls Anwendungen auch dem Wortlaut nach erfassen, die nicht unbedingt jetzt in der gesetzgeberischen Intention standen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir haben im Grunde genommen drei verschiedene Arten verbotener Praktiken. Das eine sind Techniken, die entweder Menschen unbewusst beeinflussen, dass sie also nichts davon mitbekommen, oder aber die Schwächen oder Schutzbedürftigkeit bestimmter Personengruppen aufgrund des Alters dieser Personen oder körperlicher oder geistiger Behinderungen dieser Personen ausnutzen. Und zwar um ein Verhalten oder das Verhalten der betreffenden Personen in einer Weise wesentlich zu beeinflussen, die entweder diesen Personen selbst oder aber anderen Personen psychische oder physische Schäden zufügen können. Der zweite große Teil von KI, der verboten ist oder verboten werden soll, meines Erachtens vollkommen zu Recht, ist das Social Scoring durch Behörden. Das wird dann auch nochmal definiert im Entwurf der Verordnung. Also es geht um KI-Systeme zur Bewertung bzw. Klassifizierung der Vertrauenswürdigkeit natürlicher Personen, wobei diese Bewertung dann zu Benachteiligungen von Personen in Zusammenhängen führt, die mit den Bewertungskriterien nichts zu tun haben. Also das klassische Beispiel, was man vielleicht auch ein wenig polemisch gesprochen aus China kennt. Ich gehe bei Rot über die Ampel und dadurch wird aufgrund von Social Scoring meine Kreditwürdigkeit bei beispielsweise Alibaba herabgestuft. Diese Fälle sind erfasst oder aber Fälle, in denen diese Bewertung des Verhaltens zu unangemessenen Benachteiligungen beziehungsweise zu ungerechtfertigten Benachteiligungen von Personen führt. Und der nächste große Block, der verboten werden soll, meines Erachtens auch da vollkommen zu Recht aus freiheitsrechtlichen Gesichtspunkten, ist die biometrische Echtzeitfernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken.
also dass ich Kameras installiert habe, aufgrund derer live und nicht erst im Nachhinein, nachdem etwas geschehen ist oder nachdem man einen öffentlichen Raum beobachtet hat, sondern indem mit denen live Personen identifiziert werden können, um diese der Strafverfolgung zu unterwerfen. Auch hier gibt es Ausnahmen, nämlich für die Suche nach potenziellen Opfern von Straftaten, insbesondere die Suche nach vermissten Kindern, das Abwenden von konkreten Gefahren für Leben oder körperliche Unversehrtheit von Menschen, die Abwehr von Terroranschlägen und auch die Verfolgung besonders schwerwiegender Straftaten, die im Höchstmaß mit mindestens, beziehungsweise es müsste eigentlich die mit mindestens 3 Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind, so müsste es korrekterweise lauten. Zudem ist es so, dass wenn man dann diese biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme im öffentlichen Bereich für solche Ausnahmen einsetzt, die es einem strengen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterliegt und auch eines behördlichen oder gerichtlichen ausdrücklichen Beschlusses bedarf. Wenn wir vielleicht nochmal zurückspringen zu dem ersten Komplex von verbotenen KI-Systemen, also sowohl das Social Scoring als auch diese biometrische Echtzeitfernidentifizierung, die richten sich primär an den Staat. Der erste Block, dieses unbewusste Beeinflussen oder Ausnutzen von Schwächen oder Schutzbedürftigkeit, richtet sich primär auch an private Akteure. Und die Definition ist sehr weitgehend. Und was wir uns mal überlegt haben, wenn man so den Wortlaut anlegt, ist Instagram oder vergleichbare soziale Netzwerke. Gerade bei jüngeren Menschen, die vielleicht auch aufgrund ihres Alters noch gewisse Unsicherheiten haben, kann es ja durchaus sein, dass solche sozialen Netzwerke, insbesondere wenn die auch dazu in der Lage sind, Darstellungen, ich sag mal, beispielsweise zu schönen oder zu verfälschen, dazu führen können, dass das Verhalten dieser Person wesentlich beeinflusst wird. Und man liest ja leider Gottes auch immer wieder, dass gerade jüngere Menschen, wenn sie dann nicht den gewünschten Erfolg mit ihrem beispielsweise Instagram-Auftritt erzielen, davon durchaus wesentliche psychische Schäden davontragen können. Und vor dem Hintergrund und ob des weiten Wortlauts haben wir uns gefragt, und das wäre jetzt auch die nächste Umfrage, wäre tatsächlich nach der Definition der KI-Verordnung Instagram beziehungsweise bestimmte Prozesse auf Instagram eine verbotene Praktik, die es dann zukünftig nicht mehr in der Union gäbe? So, jetzt können Sie sich gerne wieder an der Umfrage, die jetzt freigeschaltet wurde, beteiligen und Ihre Stimmen abgeben. Ich verfolge das gerade mal nach. Also es ist relativ ausgeglichen. Ja sagen 40%, unsicher 40%, nein 20%. Ich tendiere dazu zu sagen, dass der Wortlaut nachgeschärft werden müsste. Es ist meines Erachtens nicht Intention des Gesetzgebers, bestimmte Instagram-Funktionen hier generell zu verbieten. Das würde zu weit führen. Ich bin der Auffassung, dass der Gesetzgeber, was er im Entwurf in den Erwägungsgründen angedeutet hat, im Wortlaut der Verordnung selbst klarer zum Ausdruck bringen sollte und klarer definieren sollte, dass es nämlich Zweck bzw. Absicht eines KI-Systems sein muss, diese Schwächen von Personen aufgrund ihres Alters beispielsweise auszunutzen, um Verhalten wesentlich zu beeinflussen, was dann wiederum zu gesundheitlichen Schäden führt. Und wenn man eine solche klare Zweckbestimmung hier zugrunde liegt, dann würde ich zumindest sagen, das ist nicht der Zweck von Instagram. Instagram verfolgt andere Zwecke. Es könnte vielleicht eine vorhersehbare Nebenwirkung, wenn auch unbezweckt sein,
Aber ich denke, an der Stelle müsste der Gesetzgeber vielleicht nochmal ran, um das klarer abzugrenzen, was verboten sein soll und was nicht. So, dann komme ich zum nächsten großen Block, das sind die Hochrisiko-KI-Systeme. Manuel, wenn ich mal ganz kurz dich unterbrechen darf, es ist nochmal wieder spannende Fragen eingegangen. Eine davon würde ich dir gerne stellen. Es geht nochmal um das Thema verbotene Praktiken. Und da ist die Frage, Thema Videoüberwachung in Schalterräumen von Banken. Wie würdest du das Thema einordnen? Ja, das ist ein guter Punkt. Also die Videoüberwachung an sich ist, glaube ich, nicht kritisch unter zwei Voraussetzungen. Erstens mal, dass sie nicht mit biometrischer Echtzeiterkennung arbeitet, beziehungsweise das sind schon die zwei Voraussetzungen. Die eine Sache ist die Echtzeit, dass ich also live sozusagen Menschen individuell identifizieren kann. Und das zweite ist die Identifizierung als solche. Also wenn ich schlicht und ergreifend eine Kamera laufen lasse und sehe, okay, knackt jemand beispielsweise den Geldautomaten und im Nachhinein dann diese Aufzeichnungen benutze, um die Strafverfolgung einzuleiten, sollte das meines Erachtens unproblematisch sein. Wenn ich hingegen in Echtzeit hier Menschen unmittelbar identifiziere und dann zuschlagen kann, könnte das meines Erachtens durchaus, sobald es wirklich ein öffentlicher Raum ist, also ich sag mal unstreitig bei Geldautomaten, die zur Straße hinaus angebracht sind und dann videoüberwacht werden. Und dann könnte das durchaus ein Thema sein, was verboten sein könnte, insbesondere weil es sich ja hier auch grundsätzlich nicht um Straftaten handelt, für die man mindestens 3 Jahre Freiheitsstrafe kassiert. Vielen Dank. So, dann gehe ich hier nochmal zurück. Jetzt wären das nächste die Hochrisiko-KI-Systeme. Es sind einmal KI-Systeme, die eingesetzt werden für sicherheitsrelevante Produkte, zu denen schon Harmonisierungsvorschriften der Union bestehen und die auch bereits jetzt einer Ex-ante-Konformitätsbewertung unterliegen. Es sind bestimmte Maschinen, Fahrzeuge, Flugzeuge, Seilbahnen und so weiter und so fort. Also alles, was wirklich zu massiven Gesundheitsschäden führen kann oder auch die öffentliche Sicherheit bedrohen kann. Und dann gibt es die Standalone-KI-Systeme, die Hochrisiko sein können. Und das ist einmal die erlaubten Arten biometrischer Identifizierung und Kategorisierung natürlicher Personen, die also nicht Echtzeit sind und nicht im öffentlichen Raum sind und deswegen grundsätzlich nicht dem Verbot unterliegen. Das sind KI-Systeme für verwaltungs- und betriebskritische Infrastrukturen. Das sind KI-Systeme für allgemeine und berufliche Bildung und damit sind nicht irgendwelche virtuellen Schulungen gemeint, sondern da geht es wirklich um Zulassung zu Bildungseinrichtungen wie Universitäten. Es geht um die Benotung von Studenten und Schülern. Es geht um die Auswertung von Tests. Ein nächster Block betrifft Beschäftigung, Personalmanagement, Zugang zur Selbstständigkeit. Auch da geht es um ganz wesentliche Entscheidungen für das Individuum. Da geht es um die Einstellung von Arbeitnehmern. Es geht um Entscheidungen über Beförderungen, Kündigungen. Es geht um die betriebsinterne Aufgabenzuweisung und so weiter und so fort. Wenn solche doch Individuen unmittelbar und vielleicht auch schwerwiegend betreffenden Entscheidungen der KI delegiert werden, dann sind solche KI-Systeme auch Hochrisikosysteme. Ein nächster Punkt ist die Zugänglichkeit und Inanspruchnahme grundlegender privater und öffentlicher Dienste und Leistungen, also beispielsweise öffentliche Unterstützungsleistungen, Arbeitslosengeld, Kreditwürdigkeit, was Schufa-Bewertungen anbelangt und solche Dinge. Nächster Punkt ist die Strafverfolgung generell, wenn hier für KI eingesetzt wird. Ein sehr eng verwandter Punkt ist Migration, Asyl und Grenzkontrolle durch künstliche Intelligenz. Und zu guter Letzt auch die Rechtspflege und Rechtsanwendung, also die Subsumption juristischer Vorgänge durch künstliche Intelligenz. Die Kartellrichter kennen das. Wir haben ein großes Projekt
derzeit mit 40 verschiedenen Kartellbehörden und renommierten Wissenschaftlern in Stanford, mit dem versucht wird, kartellrechtliche Sachverhalte durch künstliche Intelligenz bewerten zu lassen. Und solche Systeme, wenn sie dann irgendwann mal marktreif sein sollten, in ferner Zukunft würden dann auch als Hochrisiko-KI-Systeme eingestuft werden. Und dann diese Hochrisiko-KI-Systeme werden sehr weitgehende regulatorische Anforderungen gestellt. Also die werden einer Konformitätsbewertung unterworfen. Das können die Unternehmen grundsätzlich mal selbst machen. Es sei denn, es handelt sich um diese biometrischen Erkennungssysteme, dann wird das Ganze von einer dritten Stelle zertifiziert. Die ganze Geschichte hier ist sehr, sehr, sehr compliance-relevant. Also die Unternehmen müssen zum ersten Risikomanagementsysteme für diese KI einführen, in dem Sinne, dass Risiken identifiziert werden, Maßnahmen ergriffen werden, um Risiken zu minimieren, Maßnahmen ergriffen werden, um Fehlfunktionen oder Schäden zu beobachten, entsprechend tätig zu werden, Meldungen an die Behörden zu machen und etwaige Risiken, aber auch Fehlfunktionen abzustellen. Eng damit verwandt ist das Qualitätsmanagementsystem, ein weiteres eigenständiges Compliance-System, was eingerichtet werden muss, um sicherzustellen, dass jederzeit die Anforderungen der KI-Verordnung an solche Hochrisiko-KI-Systeme erfüllt werden. Nach dem Inverkehrbringen der KI-Systeme im gemeinsamen Binnenmarkt muss ein weiteres System zur ständigen Beobachtung dieser KI-Systeme eingerichtet werden. Das betrifft dann insbesondere etwaige Fehlfunktionen oder Risikoverwirklichungen, dass die also gemonitort werden und dann auch entsprechend an die zuständigen Marktüberwachungsbehörden gemeldet werden. Also wir haben hier im Ergebnis drei verschiedene Sorten, muss man sagen, von Compliance-Management-Systemen, die zusätzlich eingeführt werden müssen. Die KI-Systeme müssen bestimmte Anforderungen an die Trainings-, Validierungs- und Testdaten erfüllen, dass also nur mit Daten getestet wird, die dann auch gewährleisten, dass das Ganze richtig funktioniert und nicht beispielsweise zu diskriminierenden Auswahlergebnissen führt. Es muss eine technische Dokumentation erstellt werden, die Funktionsweise der KI erläutert, aber auch dokumentiert, dass alle Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Sehr spannend, es gibt Aufzeichnungspflichten, das heißt, der gesamte Betrieb der KI muss immer live aufgezeichnet werden. Diese Aufzeichnungen müssen aufbewahrt werden, damit man auf diese auch behördlicherseits zurückgreifen kann, wenn es zu irgendwelchen Problemen gekommen ist. Gegenüber den Nutzern bedarf es einer Transparenz, was die Risiken der KI anbelangt. Die Funktionsweise, es sind Gebrauchsanweisungen stets bereitzustellen. Sehr wichtiger Punkt ist auch, alle KI-Systeme müssen im Endeffekt menschliche Aufsicht unterliegen. Wenn was falsch läuft, muss immer die Möglichkeit bestehen, dass die Aufsichtsperson, die ein Mensch sein muss, interveniert. Und man überlässt die KI-Systeme nicht sich selbst. Die KI-Systeme müssen genau arbeiten, sie müssen entsprechend auch robust sein und wenig fehleranfällig und sie müssen auch den Anforderungen der Cybersicherheit gerecht werden. Und zu guter Letzt ist es so, dass wenn irgendwas falsch läuft, man selbstverständlich Korrekturmaßnahmen ergreifen muss. Dann pausiere ich kurz, bevor ich zum nächsten Set von KI-Systemen und den Anforderungen übergehe und frage dich, Stefan, ob es weitere Fragen gibt. In der Tat eine Frage gestellt worden, kurze Beantwortung ich dich bitten würde. Die Frage lautet, sind denn alle CE-zertifizierten Systeme, die durch benannte Stellen bewertet werden, wie zum Beispiel Medizinprodukte, unter den Begriff der Hochrisiko-KI-Systeme zu subsumieren? Ja, guter Punkt. Ich glaube, in dieser Allgemeinheit kann man das nicht beantworten. Also Grundvoraussetzung ist natürlich, dass es sich um eine KI im Sinne der Verordnung handelt und dass der Anwendungsbereich, den Fritz gerade erläutert hat, eröffnet ist. Wenn das so ist
und es sich um ein KI-System handelt, was entweder selbst ein solches CE-zertifiziertes System beispielsweise für Medizinprodukte darstellt oder aber embedded ist, also die ja quasi Software zur Funktion der entsprechenden Hardware ist. Und das ist eine weitere Voraussetzung, es in eine Liste von Harmonisierungsvorschriften fällt, und da fallen teilweise auch bestimmte Medizinprodukte in diese Liste, die der Verordnung als Anhang 2 beigefügt ist, dann ist das mit Ja zu beantworten. Diese Voraussetzungen müssen schon noch alle kumulativ erfüllt sein, damit die KI-Verordnung dann auch tatsächlich greift. Prima, vielen Dank. Danke auch. Dann gehe ich zum nächsten Punkt. Der ist sicherlich sehr praxisrelevant. Da geht es nämlich um Transparenzpflichten für bestimmte KI-Systeme. Und da ist die Schwelle relativ niedrig. Also auf der einen Seite haben wir KI-Systeme, die mit natürlichen Personen interagieren. Also beispielsweise Chatbots und solche Dinge. Und die müssen mitteilen, dass sie halt selbst keine natürlichen Personen sind, die dann mit jemandem chatten oder auch am Telefon sprechen, sondern dass es sich um KI handelt. Eine andere Sache, die wir ja auch kennen, sind Emotionserkennungssysteme oder Systeme zur biometrischen Kategorisierung. Das haben wir jetzt schon auf den sozialen Netzwerken teilweise. Auch da müssen die KI-Systeme darüber informieren, dass sie solche Systeme oder solche Techniken gegenüber dem Nutzer anwenden. Auch hier gibt es natürlich Ausnahmen, also Strafverfolgung ist immer eine klassische Ausnahme. Und zu guter Letzt, und das ist in doppelter Hinsicht ein grundrechtsrelevanter Bereich, die Deepfakes. Diese Deepfakes, also ja, durch KI erfolgte Fälschung oder auch durch KI erfolgte Manipulation von Darstellungen der Wirklichkeit, die müssen grundsätzlich mal offenlegen, dass bestimmte Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, um den Nutzer entsprechend zu schützen. Auf der anderen Seite merkt man schon und hat ein ungutes Gefühl, wie ist denn das hier mit Dingen wie Kunstfreiheit, wenn ich KI nutze, um Kunst zu schaffen? Wie ist das vielleicht auch mit anderen Grundrechten wie freier Meinungsäußerung, Wissenschaftsfreiheit und so weiter und so fort? Dafür wurden auch tatsächlich Ausnahmen geschaffen. Und dann haben wir so eine Art praktischer Konkordanz, würde der deutsche Jurist sagen. Also es ist abzuwägen, einmal der Schutz der Nutzer auf der einen Seite, die Grundrechte der Anwender auf der anderen Seite, und es sind geeignete Schutzvorkehrungen jedenfalls zu treffen, wenn man von solchen Ausnahmen Gebrauch macht, um die Rechte und Freiheiten Dritter entsprechend dann zu berücksichtigen beim Einsatz der KI. So, dann, bevor ich gleich wieder an Fritz übergebe, würde ich noch ganz kurz, obwohl uns leider ein wenig bei diesem hochkomplexen Thema schon die Zeit davon rennt, Möglichkeit zur Beantwortung von Fragen geben. Hier habe ich noch eine Frage, bedeutet nach meinem Verständnis, dass Informationen Kundenverbraucher der einfache Hinweis, der zur Bestätigung angeklickt werden muss. Also meines Erachtens sollte das genügen. Ich möchte da nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber meines Erachtens sollte es ausreichen, wenn unmissverständlich die KI klarstellt, dass es sich um KI beispielsweise handelt. Und jetzt gucke ich hier noch ganz kurz, da scheint es ja, noch eine weitere Frage zum Thema bei den Ausnahmen für biometrische Echtzeitidentifizierung, ob es da auch einen Richtervorbehalt oder Ähnliches gibt. Ja, den gibt es. Also bei diesen besonders schweren Straftaten, 3 Jahre Freiheitsstrafe plus, da gibt es tatsächlich einen Richter- oder Behördenvorbehalt, je nach Rechtsordnung. Es ist unter anderem auch deswegen kein Richtervorbehalt, weil die Europäische Kommission ja beispielsweise bei Durchsuchungen oder bei sonstigen Verfolgungsmaßnahmen auch keinen richterlichen Beschluss braucht, sondern selbst aufgrund eigenen Beschlusses tätig werden kann.
Und deswegen sieht der Entwurf vor, dass man entweder eine behördliche Entscheidung braucht für den Einsatz dieser KI oder aber eine richterliche. So, und dann würde ich zum Abschluss nochmal an dich übergeben, lieber Fritz. Ja, vielen Dank. Wir sind zeitlich schon recht weit fortgeschritten, deswegen sehen Sie es uns bitte nach, dass wir jetzt im Hinblick auf die Zeit, wir wollen auch Ihre Zeit dann nicht überstrapazieren, die letzten beiden Folien ein bisschen überblicksartiger behandeln. Nichtsdestotrotz, der Vollständigkeit halber, würde ich Ihnen gerne noch kurz was zu den Rechtsfolgen erzählen. Also der Rechtsfolgenkatalog der Verordnung ist ehrlich gesagt relativ dünn gehalten. Ja, die EU-Kommission hat letztlich reguliert oder möchte regulieren, dass die Mitgliedstaaten Vorschriften für Sanktionen erlassen soll. Insbesondere Geldbuße steht wortwörtlich so drin. Aber sehr viel mehr an Input gibt es da nicht. Diese Vorschriften müssen dann auch vorgelegt, darüber informiert werden seitens der Mitgliedstaaten. Aber aus dem vergleichbaren Gesetzgebungsverfahren der DSGVO weiß man, dass da doch relativ viel an behördlichen Maßnahmen vorgesehen sind, die da explizit geregelt statuiert werden. Das hier ist das genaue Gegenteil. Man hat einfach nur gesagt, die Mitgliedstaaten müssen das machen. Und es ist natürlich darauf ausgerichtet, dass Maßnahmen zur Durchsetzung von, in Anführungszeichen, Compliance, also Einhaltung der Vorschriften der KIVO, dadurch statuiert werden, insbesondere auch hinsichtlich eines etwaigen Verbots des Einsatzes bestimmter Systeme. Worüber oder wozu man etwas mehr findet, das sind halt die Geldbußen. Und da lässt sich die Kommission wiederum nicht lumpen. Da gibt es so eine Drei-Säulen-Struktur, kann man sagen. Es gibt drei verschiedene Bußgeldrahmen. Die gehen von 30 Millionen Euro oder bis zu 6% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres über 20 und 10 beziehungsweise 4 und 2%. Die 2% und 10 Millionen und 4% und 20 Millionen kennen wir schon aus der Datenschutzgrundverordnung. Die haben ja dazu geführt, dass es sehr ausführliche Auseinandersetzung damit dann nach sich gezogen hat. Das ist dementsprechend hier auch zu erwarten. Und der noch höhere Rahmen, der ist insoweit neu. Bei Katerich kann ich es ehrlich gesagt gar nicht so genau beurteilen, aber ich sage mal jetzt aus Sicht sonstiger Gesetzgebungsvorhaben unter Berücksichtigung DSGVO. Und es kommt halt darauf an, was man sozusagen tut, ja, Missachtung des Verbots verbotener Praktiken und Missachtung von Pflichten zu Daten und Datengovernance, denen ist eine so erhebliche Bedeutung beigemessen worden, dass da so der höchste Rahmen Anwendung findet. Für alles andere gilt der 20 Millionen und 4%ige Rahmen. Und wenn ich falsch, unvollständig oder irreführend mit den notifizierenden Stellen oder Behörden kommuniziere, dann sind es immer noch bis zu 2% oder 10 Millionen Euro Bußgeld. Und insgesamt gilt, wie auch bei der DSGVO, die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Das Abschreckend hat ja in Deutschland im Datenschutz dazu geführt, dass jetzt auch tatsächlich die ersten Millionen Bußgelder von deutschen Datenschutzbehörden kommen. Und dementsprechend kann man damit rechnen, dass das so auch hier dann sein wird, wenn diese Bußgeldrahmen beibehalten werden. Noch ein letztes Wort zu den Regulatory Sandboxes, auf Deutsch sogenannte KI-Reallabore. Die Idee ist, eine kontrollierte Umgebung zu schaffen, um Entwicklung, Erprobung und Validierung von innovativen KI-Systemen zu erleichtern. Ja, also sprich, ich habe so einen abgeschlossenen Raum, die Sandbox eben, wo ich so ein bisschen machen, tun und ausprobieren kann, wo also dieser Rahmen, den die KIVO spannt, noch nicht absolut gilt. Gleichwohl kann die Tätigkeit in so einem Reallabor immer nur unter direkter Aufsicht und Anleitung von zuständigen Behörden stattfinden. Und es ist gegebenenfalls mit einer Einbeziehung nationaler Datenschutzbehörden zu rechnen, denn wenn in einem Reallabor personenbezogene Daten verarbeitet werden, dann gilt da auch komplett und voll die DSGVO. Das heißt, diesen Reallabor-Ansatz kennt die DSGVO nicht. Das ist ein gewisser Widerspruch oder zumindest was man in Einklang bringen muss. Und deswegen muss man definitiv immer sich mit dem Datenschutz voll auseinandersetzen. Zudem bleiben Aufsichtsabhilfepunkte von Behörden und Haftung für Schäden komplett unberührt.
Und weitere Modalitäten muss man noch darauf warten, die sollen mittels Durchführungsrechtsakt eingeführt werden. Das ist sicherlich ein interessantes Tool, insbesondere für Startups, junge Unternehmen, die ganz neue innovative Tools ausprobieren wollen. Inwieweit das in der Praxis dann auch wirklich funktioniert, gerade auch unter Einbeziehung des Datenschutzes, das wird dann erst die Praxis zeigen. So viel zu dem inhaltlichen Part. Wir haben jetzt noch, wir haben im Prinzip, es ist eine Punktlandung. Fritz, es ist in der Tat eine Punktlandung. Es ist aber auch noch eine Frage jetzt gerade gestellt worden, um deren Beantwortung ich dich und Manuel dich auch bitten würde. Die Frage ist, ob das Verständnis richtig ist, dass der Zugang zu den Sandboxes limitiert ist und ob das wettbewerbsrechtlich Problem sein könnte. Also nach meinem Verständnis ist der Zugang zu diesen Sandboxes nicht reguliert im Sinne von wer darf, ja. Es ist einfach nur gesagt, dass es diese KI-Reallabor geben soll und was sie ausmacht, sozusagen. Da werden jetzt, ich würde gerne besser verstehen, das ist natürlich schwierig auf dem Weg, wo die Frage herkommt, denn es scheint ja so zu sein, dass irgendwo die Idee herkommt, nur bestimmte Teilnehmer dürfen diese KI-Reallabore nutzen. Also wie gesagt, das sehe ich aus der Verordnung so nicht. Das kenne ich auch nicht in der aktuellen Diskussion um solche Reallabore. Die gibt es ja nicht erst im Zusammenhang mit KI, sondern beispielsweise im Datenschutz gab es das auch schon. Das wird dann teilweise auch auf die Behörden ankommen, die da sozusagen federführend mit beteiligt sind und auch auf die Durchführungsrechtsakte. Aber aktuell würde ich sagen, das ist nicht absehbar. Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Limitierung vielleicht nicht, aber es gibt schon privilegierten Zugang für Kleinanbieter, Startups, Kleinnutzer und so weiter und so fort. Was aber auch meines Erachtens gerechtfertigt ist und nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen sollte, vor dem Hintergrund, dass die großen Player mit ihren finanziellen Ressourcen und auch mit ihren personellen Ressourcen eher dazu in der Lage sind, selbst die Anforderungen der KI-VO sicherzustellen und das entsprechend auch schon in der Entwicklung zu berücksichtigen und insbesondere diejenigen, die halt nicht das Kapital haben und nicht die Masse an Mitarbeitern, aber trotzdem ganz helle Geister sind und tolle Innovationen haben, denen soll damit geholfen werden. Und vor dem Hintergrund denke ich, ist das eine durchaus gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Prima, vielen Dank euch beiden. Wir sind damit jetzt am Ende unseres ersten Teils der Webinarserie angekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse und vor allem auch für Ihre vielen spannenden Fragen. Wir wünschen Ihnen jetzt noch eine schöne Restwoche und freuen uns natürlich, wenn Sie auch am kommenden Mittwoch um 11 Uhr beim zweiten Teil unserer Webinarserie wieder dabei sind. Dann wird es um den Digital Markets Act gehen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und für die spannenden Fragen und die Diskussion. Danke sehr. Dito, vielen Dank.